Die größte Herausforderung oder Anforderung an uns war, dass es halt so unendlich viele Motive gibt. Wir haben uns die Schere im Kopf verboten. Wir haben gesagt, wir schreiben so, als wäre es heute. Da schränkt man sich auch nicht ein, ja, und guckt, nee, da drüben darfst du nicht hingucken, weil da steht eine Ampel, die es damals nicht gab oder sowas. Ja, das macht man ja nicht. Das heißt, also, wir haben einfach gesagt, wir tun einfach so, als sei es so. Wir haben von Anfang an so getan beim Schreiben, als gäbe es keine Limitationen und als könnten wir die Stadt in irgendeiner Form so aufleben lassen, als wie wir es wollten. Was man immer versucht zu vermeiden, erst recht bei einem historischen Stoff, haben wir halt voll frontal in Angriff genommen. Wir haben locker 260 Motive und das ist einfach irre. Worin Berlin zum Beispiel ganz reich ist, ist so Treppenhäuser oder Foyers oder Innenräume von öffentlichen Gebäuden. Da gibt es eine Menge Amtsgerichte und Rathäuser und was auch immer. Die sind auch in einem ganz guten Zustand, da kann man viel mitmachen. Und gerade was Nachtleben und wie Clubs bei uns aussehen, wie Restaurants bei uns aussehen, wie eine bohemienne Wohnung von einer Sorokina, die Musikerin ist in ihrem Leben, wollen wir so eine Brücke schlagen und sagen, die Elemente sind 20er Jahre zeitgemäßig, aber die Art und Weise, wie wir mit den Räumen umgehen, ist extrem dem Bewusstsein unserer Zeit entsprechend. Und als wir dann die ersten 5 bis 10 Motive der Art dann gemacht haben, konnte man sehen, dass das darstellt. Und dann ist das eine seltsame Mischung. Sieht ganz gut aus, glaube ich. Es hat mich wirklich ergriffen, als ich das erste Mal in die Wohnung Ritter gekommen bin, weil es stimmte. Also ich bin da reingekommen und es war einfach wahr. Es war einfach wahr. Also der hat da sozusagen einen Raum geschaffen. Das war keine Fiktion mehr. Das war eine Wohnung. Ich war da 1929. Und das war fantastisch. Ich meine, was haben wir für Sets bekommen, um es mal so zu sagen. Ja, irgendwie kriegt man ja immer was von den Teams. Das Großraumbüro, das Mokka Efti, hat mich zuletzt noch mal sehr geflasht. Die Locations habe ich mir immer anders vorgestellt. Immer irgendwie kleiner und immer irgendwie popliger. Und dann komme ich da an und es war immer eine so tolle Überraschung, was Uli da gezaubert hat. Das war wirklich jeden Tag ein Geschenk. Es war wirklich wie so ein Adventskalender, der 7 Monate lang geht.